Komm her, du kleine Ratte. Mist, meine Speisekammer wird immer leerer. Nice Kinderköpfe. Gut, hier ist der Eingang zu meiner Gruft. Und der Passwortmechanismus funktioniert noch sehr gut. Jetzt noch schnell das Passwort eingeben. Also das eine, was wir gelesen haben, mit das Feuer fegt über mein Leben, sind die Anfangsbuchstaben einfach. Die sind ja nicht umsonst weiß markiert, also. Das ist das Passwort. Plus 4 Vitamine. Und jetzt ruhe ich mich etwas für das Massaker morgen aus. Endlich wieder hier. Jetzt schlafe ich erst einmal. Oh, der hat 40 Lebenspunkte, der Junge. Nice. Ich habe Hunger. Ah, welch wunderbarer Tag. Jetzt Zeit, diesen widerlichen Menschen zu zeigen, wer ihr das Sagen hat. Und Elaine kommt zu mir auf das Schloss. Ich muss nur dafür sorgen, dass es keine Überlebenden gibt. Einen erneuten Kreuzzug heraufzubeschwören wäre nicht sehr klug. Lol. Ich hätte es gesagt, sehr unklug. Aber okay. Dies ist bisher der einzige Grund gewesen, warum ich Elaine noch nicht befreit habe. Diese Angst vor einem erneuten Kreuzzug. Doch heute Nacht habe ich erkannt, dass ein Vampir keine Angst haben kann. Schon gar nicht vor so etwas Läppischem. Und jetzt wird es Zeit, mein Festmahl zu beginnen. Shanna, mach dich gefasst. Mach dich auf etwas gefasst. Lol. Komisch, was geht hier vor? Es riecht nach Feuer. Und Blut, viel Blut. Es regnet schon wieder. Eine Hinrichtung? Schnell, den letzten! Wir müssen alle vernichten! Sie sind alle mit einer Seuche infiziert. Sie sind nicht nur geistig verwirrt, dann haben auch noch eine hoch ansteckende Krankheit. Schnell! Tötet doch den letzten der Irren und werft ihn in das Feuer. Nur so können wir alle nur so können wir eine Ausbreitung der Krankheit verhindern. Töten, töten, töten. So Bursche, jetzt bist du dran. Nein, bitte Gnade, ich bin nicht krank. Nur anders als ihr, aber nicht krank. Bitte Mitleid. Ich bin Mage Master. Tötet mich nicht, ich bin freundlich! Nein. Er nennt sich selbst Mage Master. Habt ihr gehört? Mage Master! Er ist krank und muss vernichtet werden! Sonst steckt er uns alle an! Komm her, Bursche! Nein, bitte! Töten, töten, töten! Nun denn, Mage Master, möge deine Seele Frieden finden. Nein! Platsch. Amüsant, wie sich die Menschen selber vernichten. Gut, Leute, wir werden seine Leiche auch verbrennen. Er war der Letzte aus dem Irrenhaus. Irrenhaus? Oh nein. Bürgermeister, ihr habt die Irren verbrannt. Ja, sie haben eine ansteckende Krankheit und ich habe verhindert, dass die Krankheit sich ausbreitet. Sie haben was? Eine ansteckende Krankheit?
Es tut mir leid für eure Freundin, doch sie war auch krank. Ihr habt Elaine getötet? Wie konntet ihr es wagen? Ah! Er hat Fangzähne. Ein Vampir! Für Elaine. Ich darf hier leider nicht so rumschreien, sonst würde ich jetzt voll ausrasten. Oder vielleicht... Niemand entkommt hier lebend! Ich sollte mich in einen Wolf verwandeln. So kann ich mehr Schmerzen verteilen. Ich habe keine Angst vor dir, Vampir. Ich werde dich vernichten. Henker erscheint. Überrascht den Gegner. Oh, der tötet das ja noch. Er hat doch... Ist er nicht seinen... Okay. Wie stark ist denn der Boy? Henker stirbt. 15 Erfahrung bekommen. Okay, ich hätte das vielleicht noch ein wenig im Schloss suchen sollen, weil da war noch seine Ausrüstung, aber naja. Spüre meine Macht. Er hat auch seine schwache Seele nicht. Seele des Wolfes, gib mir deine Macht. Oh, jetzt muss ich das extra nochmal, nur wegen dem einen noch machen. Ah. Oh ja, fertig nachlesen können. Damit sollt ihr das Feuer löschen können. Also, er hat den Topf schon genommen. Ja, hat er. Ah ja, okay. Okay, ich lösche schnell das Feuer. Oh, Elaine. Was hat man dir nur angetan? Oh, Elaine,
Ich werde dich an diesem schönen Ort begraben. Ich werde einen Platz finden, der deiner Schönheit würdig ist. Was für ein wunderschöner Ort. Hier wird deine Seele hoffentlich den verdienten Frieden finden. Elaine. Und jetzt weint er. So selten wie ich. So sentimental wie ich. So. Toll. Nimm den 640 mal 480 auf. Ach, das kann ich strecken, das geht schon. Wie traurig. Ja, Asgard hatte das einzige verloren, was ihm in seinem untoten Dasein noch Freude gebracht hat. Er vergrub sie an diesem schönen Ort, schönen und stillen Ort, auf das ihre Seele den verdienten Frieden finden würde. Opa ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Ein Vampir verliert das einzige, wofür er noch Gefühle besaß. Da könnte man ja beinahe Mitleid bekommen. Aber auch nur beinahe. Asgard hat sehr viele Menschen umgebracht, die 6 Stück, die da in dem Dorf waren oder was. Mit so einem Wesen darf man kein Mitleid haben. Krip, man darf mit mir kein Mitleid haben. Wieso? Ich bin nur halb Bär, Vampir und Mensch. Was gar nicht möglich ist, weil ich eigentlich nur ein Viertel von den 3 Sachen sein müsste, aber trotzdem. Ich bin 150%, nicht 100%, Leute. Weil ich bin immerhin ich, Leute. Wie geht die Geschichte weiter, Opa? Nun ja, der betrübte Asgard verbrachte viele Wochen mit Trauern. In ihm wuchs der Zorn gegenüber allen Menschen und sein Wesen wurde durch die Wut übernommen, bis er eines Tages den Verlust von allein nicht mehr ertragen konnte. Er fing an, in seiner geheimen Bibliothek im Schloss nach einem Zauber zu suchen, der Elaine wiederbeleben könnte. Und nach tagelanger Suche fand er einen Zauber, der Elaine von den Toten auferstehen lassen konnte. Doch der Zauber verlangte ein großes Opfer. Es war ein dunkler, alter und sehr mächtiger Vampirzauber, den ein Vampir der ersten Generation vor langer Zeit entwickelt hatte. Doch das Opfer für diesen Zauber war wahrhaftig gigantisch. Opa, nun sag schon, was für ein Opfer? Asgard brauchte... Hust! Hust! Opa! Schon gut, du freier Fratz. Asgard brauchte das Blut eines Menschen. Doch nicht irgendeines Menschen, nein, sondern das Blut eines Menschen, der unsterblich in einen Vampir verliebt ist. Und auch mit einem Vampir... Nun... Was mit einem Vampir? Nun ja... Nun! Das Blut eines Menschen ist, der auch mit einem Vampir geschlafen hatte. Opa! Ich bin erst 15! Ja, ja. Was kann ich dafür, dass dieser Zauber ein solches Opfer fordert? Schon gut, erzähl weiter. So, habe ich mir's auf die Hand gespuckt oder was? Nun ja, Asgard war natürlich wütend. Wie sollte er auch einen solchen Menschen finden? Wo doch so gut wie alle Vampire ausgerottet waren. Weil na, der junge Herz erkannt. Nun, nimm doch nicht alles schon vorne weg. Jedenfalls suchte Asgard viele Wochen lang, bis er eines Tages auf die Spur von Valnar stieß. Ripp, was war das? Lol. Er wusste, dass Valnar der Richtige für den Zauber war, den er geplant hatte. Er beobachtete ihn einige Tage und achtete dabei darauf, dass er nicht von ihr entdeckt, seit wann ist Valnar eine Frau, von ihm entdeckt wurde. Und Mo'lana ist also Aisha. Genau. Doch Valnar hatte nie geahnt, dass sie ein Vampir ist. Valnar ist Kekse.
Er hat es nie gemerkt. Was ist mit den Fangzähnen oder der kalten Haut von Vampiren? Ich habe dir doch von den verschiedenen Generationen von Vampiren erzählt. Und Vampire der ersten beiden Generationen sind Meister der Tarnung. Sie können Menschen einbilden lassen, dass sie sich warm anfühlen. Das funktioniert mittels Gedankenmanipulation. Und generell sind alle Vampire sowieso in der Lage, ihre Fangzähne zu verstecken. Das werden wohl alle Vampire schnell entdeckt, meinst du nicht? Das ist wohl wahr. Und was geschah mit Molana? Nun ja, sie wurde, wie ich dir bereits erzählt habe, von jemandem getötet, nämlich von Abraxas. Gehörte Abraxas etwa zu Asgard? Nein, Abraxas und Asgard haben sich noch nie gesehen und wussten auch nicht voneinander. Also hatte Abraxas Molana getötet, bevor Asgard sich Valna und sie schnappen konnte. Ja, und ich erzähle dir später, was es mit Abraxas auf sich hat. Jedenfalls erwachte Valna nach einem Zusammenbruch bei Dr. Jahn auf. Oh, nice. 5 Leben. Level 5. Fall. Valna, endlich warst du wieder auf. Aisha, beruhig dich, alles ist gut. Nein, nichts ist gut, Aisha ist tot. Ich muss sofort los und ihren Mörder suchen. Ganz ruhig, Valna. Wir haben dich vor dem großen Berg gefunden. Du warst bewusstlos, wahrscheinlich bist du hinuntergestürzt. Du solltest froh sein, dass du noch am Leben bist. Aber das Blut, überall Blut. Tut mir leid, Valna. Wir haben kein Blut gesehen. Der Regen muss das Blut weggespült haben. Ruhig, Valna. Ruhig. Ruhig, Brauner. Du brauchst etwas Ruhe. Habt ihr Aishas Leiche gefunden? Nein, nur dich. Du lagst bewusstlos am Rande des Berges. Aisha wurde ermordet. Das war sicher nur ein Trauma. Verursacht durch den Sturz. Ich gebe dir noch ein Schmerzmittel. Ich brauche kein Schmerzmittel. Ich will zu Aisha. Wenn ich es recht bedenke, wundert es mich schon etwas, dass sie bisher noch nicht hier war. Sie ist tot! Verdammt doch mal! Verstehst du denn nicht? Valna, wenn das stimmt, was du da behauptest, dann solltest du vielleicht besser sofort auf die Suche nach ihr gehen. Eventuell hat doch einer der Stadtbewohner etwas Ungewöhnliches bemerkt. Ich muss sofort los und ihre Leiche und ihren Mörder suchen. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast, aber ich muss schnell los. Geh schnell, doch pass auf dich auf. Lol, muss ich schnell was nachschauen. Aber ich lass schnell laufen, also könnt ihr schnell die Kulisse hier beobachten. Da bin ich schon wieder. Verdammt, wie konnte das alles nur passieren? Und dann noch dieses dumme Wetter. Und meine elenden Kopfschmerzen, womit habe ich das nur verdient? Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Und warum ist jemand auf den Straßen? Ich sollte mal die Leute fragen, ob sie etwas gesehen haben. Und ob sie mir helfen können. Sollte erst noch die Leute ausfragen, vielleicht haben sie etwas gesehen. Und Asgard schleicht herum. Valna, schön, dass du uns besuchst, Reichamander. Oh, danke. Doch ich habe furchtbare Nachrichten, Aisha ist ermordet worden. Oh mein Gott, wer kann nur so etwas getan haben?
Das versuche ich gerade herauszufinden. Hast du vielleicht letzte Nacht etwas Ungewöhnliches bemerkt? Walner, so leid es mir auch tut, aber ich kann dir nicht helfen. Schon gut, trotzdem danke. Ich bete, dass du den Schuldigen findest. Das hoffe ich auch. Hallo Marie, du hast nicht zufällig letzte Nacht irgendetwas Auffälliges gesehen, oder? Tut mir leid, Walner. Bei dem starken Regen gestern Nacht bin ich im Bett gewesen. Okay, danke. Hallo, junge Dame. Hallo. Du hast nicht zufällig gestern Nacht jemanden Auffälliges gesehen, oder? Och, hab ich. Du hast wen und wo? Papa. Er hat mich letzte Nacht schon wieder in der Küche vollgestopft. Mama darf davon nichts merken, sonst will, dass Papa wieder töten wird. Schon gut. Oh cool, ich kann die Sachen nehmen. Nice. Stimmt ja. Die Leute kennen Walner ja. Also, darf er hier einfach Zeug klauen. Das wäre echt gut. Das wäre eins nice. Irgendwie kommt ein kühler Hauch aus dieser Richtung. Seltsam. Shit, deshalb kann ich das Haus nicht plündern von dem. Von das Dr. Jaran. Nix. Hallo Walner, wie kann ich dir helfen? Indem du mir sagst, ob du letzte Nacht jemand rumschleichen sehen hast. Tut mir leid, ich habe tief und fest geschlafen. Trotzdem, danke. Keine Ursache. Schau, ob der Rüstungshändler was weiß. Der hat bloß einen Ständer da und der hat nichts. Naja. Hallo Walner, was kann ich für dich tun? Du könntest mir sagen, ob du letzte Zeit, und speziell letzte Nacht jemand Fremden oder Ungewöhnliches gesehen hast. Tut mir leid, aber ich habe niemanden Ungewöhnliches gesehen. Trotzdem danke. Sehr hilfreiche Leute. Wirklich sehr hilfreich. Walner, der neue Taschendieb der Stadt. Hallo Walner. Was kann ich für dich tun, Leute? Heißt Rack. Du hast dich zufällig irgendjemand Unnormales bemerkt letzte Nacht? Doch. Dieses Gewitter letzte Nacht war doch wirklich sehr unnormal, findest du nicht? Schon gut. Dies ist dein Lagerhaus, es ist verschlossen. Lol, er geht nicht an fremde Schränke, aber an den einen Schrank, dann nimmt er einfach was raus. Reicher Mann. Ja, was gibt es denn? Ich wollte ja mal fragen, ob Sie vielleicht etwas Besonderes bemerkt haben gestern Nacht. Tut mir leid, aber ich habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Trotzdem, danke. Lol. Da klaut er was raus, aber an den einen Schrank geht er einfach nicht. Geht nicht an fremde Schränke. Also. Der will da nicht runter. Was wollen Sie? Haben Sie in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Ja, Sie sind in mein Haus gekommen. Ich gehe ja schon. Toll. Du bist letzte Nacht in mein Haus gekommen. Leute, das war jetzt echt scheiße gesprochen. Shame on me. Kann sowas viel besser. Wow. Walner, setz dich doch zu uns an den Tisch. Entschuldigung, aber ich bin auf der Suche nach jemandem. Und wen suchst du? Wenn ich das nur wüsste. Du hast niemand Fremden gesehen, oder? Nein, tut mir leid. In letzter Zeit kommen nicht viele Leute nach Klenner. Ha. Deswegen bin ich ja so erstaunt, dass niemand die Person gesehen hat, die ich suche.
Naja, du wirst dich schon finden. Was ist das? Ist das ein Hund? Ist das ein Schwein? Oder ist das ein Stuhl? Hallo Walner, willst du mit uns essen? Danke für das Angebot, doch ich muss etwas sehr Wichtiges erledigen. Na dann, ein andermal. Du hast in letzter Zeit nicht zufällig ein neues Gesicht gesehen, oder? Nein, tut mir leid. Schon gut, iss nur weiter. Lol, wollte sich nur weiter vollstopfen, der Typ. Hat er dann einen Lederhelm erhalten, aha. Aus den Schränken der Reichen will er nichts klauen, ja, aber von den armen Leuten, er klaut einfach einen Lederhelm. Jan. Hallo Walner, hey, du siehst irgendwie mitgenommen aus. Aisha wurde ermordet, ich habe immer noch keine Spur vom Mörder. Aisha ist tot, das tut mir so leid für dich. Und der Mörder läuft noch frei herum? Leider ja. Bei dem Regen gestern habe ich leider nichts mitbekommen, was draußen so passiert ist. Das Haus hat ja auch coole Fenster. Die sind 5 Meter in der Luft. Da sieht da niemand, freiwillig niemand was. Also, jetzt habe ich es schon. Bei dem Regen gestern habe ich leider nichts mitbekommen, was draußen so passiert ist. Es regnet immer noch, Leute. Aber vielleicht hat ja jemand anderes etwas bemerkt. Ich spreche immer voll durcheinander. Das ist echt nice. Susi, es sieht schlecht aus. Bisher hatte ich noch kein Glück. Gib nicht auf, mein Freund. Ich werde ihn finden und hinrichten. Wir werden ihn finden und hinrichten. Das hoffe ich. Eine Lederrüstung halten. Komm jetzt, lauf mal zu, Mann.